lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Healing. So, in der letzten Folge. Oh, ist was ganz Schreckliches passiert. Yvonne hätte ich beinahe gesagt. Hier, wie heißt sie denn noch gleich? Auf jeden Fall Winnie-Würstchen-Kette und oh, ich komme nicht drauf, wie sie heißt gerade. Ich habe ihren Namen vergessen. Ach, scheiße. Oh, kann das sein? Kann das sein? Victoria. So. Victoria wurde lebendig begraben von Dr. Crow und er lässt uns die Wahl, wer hier sterben soll. Tja, wir haben uns für Winnie entschieden. Jetzt wollen wir natürlich eben mal die Frage beantworten in der Gruppe, warum. Klar, die unsere Gruppe war dafür, dass wir Winnie am Leben lassen. Oder eben halt, ja, dass wir für Winnie da sind. Winnie hat viel durchgemacht in ihr Leben und muss sich nun um ihre geistesgestörte Schwester kümmern, die ja durch Dr. Crows Heilung total wahnsinnig geworden ist. Und die Victoria, ja gut, die hat auch Leute, um die sie sich kümmern muss. Ich glaube, das war ihr Vater, der in Dienst angeschossen worden ist. Victoria haben wir aber da irgendwie keine persönliche Bindung zu, abgesehen nur davon, dass sie eben halt eine Ermittlerin ist. Und ja, sonst... Ach, es ist trotzdem scheiße. Man macht das nicht. Man tötet keine Leute. Also ihr da draußen, wenn ihr mal das Gefühl habt, ihr müsst jemanden töten, nein. Nein, nein, nein. Das ist böse. Okay, los geht's. So, und wieso für Winnie? Es war eine spontane Entscheidung. Maya würde ohne sie nicht zurechtkommen. Ich habe irgendwie eine engere Bindung zu Winnie. Genau das ist das, was wir meinen. Und im Endeffekt ist Winnie Dr. Crow. Dann ficke ich hier mein Autoradio. Okay, das verstehe ich. Ja, schön. Dass du, Julius, das verstehst, das finde ich klasse. Ist die Polizei schon unterwegs, um Winnie zu befreien? Und was ist mit dieser Victoria? Genau, wenn er schon anfängt mit dieser Victoria. Wir können sie doch nicht in ihren Schicksal überlassen. Ob die haben, ja, die sind ja nicht, die sind wohl kaum an denselben Ort verbuddelt. Ne? Ich glaube, die werden so ein paar Kilometer auseinander verbuddelt sein. Hört zu, Leute. Ich werde Helmut gleich die Koordinaten durchgeben, aber wir müssen über einiges reden. Und zwar, da er und seine... Oh Mann, hör doch mal auf! Da er und sein Team sich gerade im Puppenwald befinden, befürchte ich, sie werden es nicht rechtzeitig schaffen. Das kannst du doch gar nicht wissen. Erklärt sich jemand anderes bereit? Ja, da gibt es ja genügend Leute in der Gruppe noch. Anna wäre mal dran. Die hat einiges gut zu machen. Oh, Timmy. Ich werde sie retten, Leute. Ich weiß jetzt aus erster Hand, wie unglaublich beängstigend das sein kann und niemand hat sowas verdient. Niemand. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Tim ist so geil. Ich werde sie retten, Leute. Kommt der Super-Tim nachher. Weißt du, er hat einen Super-Tim-Schlafanzug geschlafen. Geil. Tim, du bist der Beste. Tim, du bist der Allerbeste, ehrlich. Meine Güte. Vielen Dank, Tim. Sicher, dass du dich dafür schon fit genug fühlst? Ja, komm, na, vielen Dank. Er hat gerade Euphorie dabei. Er hat das Gefühl, er kann die Welt retten. Alter, du solltest das nicht alleine machen. Ich kann dich ja begleiten, Tim. Ja, da habt ihr ein Date. Sofern du das noch möchtest. Dann haben die ein Date, ne? Dann hat Tim das gekriegt, was er will. Seine Anna. Klar, Anna. Vielleicht sollte ich mir auch selber ein Rückenmesser stechen. Wir waren schon bei Lucys Rettung, ein tolles Team. Und außerdem sollten wir beide am nächsten dran sein. Voll herzlich, ne? Ich kann sie gerne ebenfalls begleiten. Hatten wir selber nicht Bernd als Dr. Crow stigmatisiert? Ich glaube ja, ne? Danke, Bernd. Aber ich glaube, zu zweit sind wir schneller. Ich fahre sofort los. Treffen uns bei dir, Anna. Wir müssen offline. Tja, da, ne? Und ja. Seid bitte vorsichtig, okay? Crow und Oni könnten noch auf euch lauern. Denkt daran. Machen wir. Aber Winnies Leben geht jetzt nun mal vor. Dann wird auch jetzt mal, na, darüber müssen wir hinwegsehen. Unser Leben hat nichts mehr. Ja. Und Frage nochmal. Was tun wir, um Victoria zu retten? Wir dürfen sie nicht im Sarg ersticken lassen.
Ich werde versuchen, mich in ihr Handy einzuhacken. Auch wenn die Chance gering ist. Vielleicht können wir beide retten. Kann ich dir irgendwie helfen? Melde mich gleich bei dir, Tomji. Wuhu, wir können wieder was tun. Wir dürfen gleich wieder hacken, wa? Tomji. Alter, Tomji. Du Arsch. Wolf hat mir alles erzählt. Wie konntest du? Dass sie sich entschieden haben, Winnie zu retten. Sie können sich nicht keine Hoffnung mehr machen, dass ich helfen sie. Das war die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Hören Sie, egal wie die Situation ausgeht, ich mach sie fertig. Sie dürfen sich keine Vorwürfe machen, okay? Crew ist der Einzige, den hier Schuld trifft, Blood. Ich werde mir trotzdem niemals verzeihen, ich weiß, und dafür verabscheue ich ihn. Ich realisiere das alles noch gar nicht so wirklich. Jedenfalls sehr gut, dass Tim und Anna direkt losgefahren sind. Habe mich unter einen Vorwand von meinem Team gelost. Und werde mich jetzt auch auf den Weg zu Koordinaten machen. Brauche jedenfalls noch deutlich länger. Vielleicht finden wir dort auch Hinweise auf den Ort, an den Victoria festgehalten wird. Ich werde sie nicht aufgeben. Helmut, ich bin gerade dabei, Victorias Handy zu orten. Melde mich dazu gleich in der anderen Gruppe, Tomji. Danke Ihnen beiden. Wir sollten uns auf den Laufenden halten. Sag mal, wenn jetzt Dr. Crow die Polizei unterwandert hat, ne, das fiel mir damals, wo wir das aussuchen mussten, wer jetzt Dr. Crow hätte sein können, fiel mir das nicht ein. Aber wenn Dr. Crow die Polizei unterwandert hat, und wir wissen, Dr. Crow ist zum größten Wahrscheinlichkeit weiblich, was spreche dagegen, wenn Dr. Crow wirklich Victoria ist? Ist ja klar, vielleicht hat sie Kollegen ihres Vertrauens mit involviert und könnte jetzt wirklich Dr. Crow sein. Boah, heftico. Muy bien. So, jetzt schnell, Tomji. Clara und Shadow wissen über alles Bescheid. Aber jetzt brauchen wir deine Hilfe beim Orten von Victorias Handy. Let's do it. Okay, wir hacken. Warte. Es hat geklappt. Yay! Tomji, du bist der Beste. Ich habe Victorias Koordinaten. Ich kann es gar nicht fassen. Wir sind eben inzwischen ein eingespieltes Team. Ja, der Wolf ist, glaube ich, so eine kleine Hackerhure, ne? Mit jedem ist er ein eingespieltes Team, ne? Mit dem Charakter aus 7, mit also Sign und jetzt uns. Naja. Komisch, dass Dr. Crowler so leichtsinnig ist. Man sollte so einiges hinterfragen, ne? Tja, man kann eben auch mal Glück haben. Tja, das wäre zu viel Glück. Ich fahre sofort los. Hoffentlich komme ich noch rechtzeitig. Wolf, ich begleite dich allein, es ist so gefährlich. Ich bin ein paar Minuten bei euch, dann fahren wir mal gemeinsam. Nein, Clara wollte auch schon mit, aber ihr müsst auf Abruf sein, falls Tomji oder ich eure Unterstützung brauchen. Und Shadow, behalte Strangers Gruppe im Auge, falls Tim und Anna deine Hilfe brauchen. Mir ist gar nicht wohl dabei, wenn du alleine fährst. Tja, warum fährt dein Wolf alleine? Jeder ist Dr. Crow hier. Jeder! Mir auch nicht. Also gut. Aber sei vorsichtig, Wolf. Keine Diskussion. Ich bin jetzt unterwegs. Okay.
Wie geht's weiter, Adam? Tom G. Ich kann das gar nicht loben. Mein Verdacht scheint wirklich sich bewahrheiten. Ich kann nicht vertellen, wer Dr. Crow ist. Doch nicht. Tot. Das wäre der Hammer. Jetzt sag schon. Du weißt, wer Dr. Crow ist? Mein Kollege und ich müssen zwar noch ein paar Sachen ableuchten, aber ich denke schon. Sag mal, entdeck aus mir Sprache, bevor du stirbst. Herr Toe, ich komme gerade zurück. Ich melde mich von Tuhus aus, sobald ich die Infos habe. Nö, gib mir schon mal einen Anhaltspunkt. Du stirbst doch jetzt. Keine Tiet, ich melde mich wieder. Oh nö. So Leute, wir sind jetzt hier an diesem Standort angekommen. Und das ist so ein ziemlich ungutes Gefühl, was ich hier habe. Das scheint sowas wie ein verlassener Friedhof zu sein. Tim? Ja? Ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Scheint da hinten zu sein. Komm mit. Okay. Scheiße, Thomas, Alter. Willst du mich verarschen oder was? Willst du mich veräppeln, mein Junge? Was mogst du da mit mir? So geil hat schon mal gar nicht. Du alten Tüdelmoos. So, Stranger Things. Er hat sie auf einem Friedhof begraben? Wie einfältig. Wie makaber einfältig. Großer Psycho, was erwartest du? Eigentlich ja ganz passend. Beeilt euch, wir wissen nicht, wie viel Luft sie noch hat. Wir tun, was wir können. Setz mich nicht unter Druck, sonst blockiere ich total. Seid ihr alleine da? Was eine Frage. Ich habe noch niemand außer uns gesehen. Nein, wir haben den ganzen Zirkus mitgenommen. Der Friedhof ist auch sehr, sehr ablegend und es gibt nicht viele Gräber. Wir melden uns, wenn wir sie gerettet haben. Müssen uns jetzt konzentrieren. Bis später. Hoffentlich melden sich die beiden bald zurück. So hilflos habe ich mich jetzt so selten gefühlt. Bin gerade auf fix und fertig. Auf Tim und Anna ist Verlass. Besonders auf Anna. Sie hat auch nie was mit Dr. Crow zu tun gehabt. Richtig, wenn jemand zuverlässig ist, dann die beiden. Leute. Alter. Tom, ich konnte Victorias Handy orten. Das sind ja großartige Neuigkeiten. Bist der beste Wolf? Ey, ich hab gehackt. Ich hab das gehackt. Niemand achtet darauf, was ich tue. Komme gleich bei den Koordinaten an. Nur noch wenige Meter. Tot! Seltsam. Melde mich gleich. Oh mein Gott. Sind wir hier in der Schule, dass wir uns alle melden müssen? Was ist seltsam? Sei bitte vorsichtig, wir zählen auf dich, Wolf. Was ist denn jetzt seltsam? Wolf ist offline. Ah! Woher wusste ich das? Hey, du! Ich bräuchte mal was, wieder ein offenes Ohr. Ja. Puh, klar, bin da. Das ist so lieb von dir. Weißt du was? Es ist bald so, es ist so belastend, dass wir momentan eine Sackgasse verstecken. Finde ich auch. Lucy, du darfst dich nicht verrückt machen.
Ach nein! Es kann doch nicht sein, dass wir nicht vorankommen. Wir wissen, Crow ist eine Frau. Ihre Initialien sind TB. Sie sieht sich selbst als Weltenfeind und die sieben Todsünden haben für sie eine Bedeutung. Wir wissen, dass sie mit Anna zusammengearbeitet hat. Und sogar die Polizei hinter Crow her. Er ist in der Crow her. Doch trotz all der Infos drehen wir uns im Kreis. Wir haben in der kurzen Zeit viel herausgefunden. Klar, dagegen sag ich ja nichts. Aber jetzt? Tim ist nur knapp entkommen und jetzt hat Crow Vinny und Victoria. Ich bin mir sicher, wir stehen kurz davor, Crows wahre Identität aufzudecken und sie dadurch endlich zu Fall zu bringen. Aber genau an diesem Punkt kommen wir einfach nicht weiter. Ich vermute Dr. Crow's Bad. Ah, jetzt können wir das ändern. Scheiße. Shadow ist sehr verdächtig, ne? Victoria ist für mich auch total verdächtig jetzt gerade. Oder Zoe halt, ne? Weißt du was, ich entscheide mich für Victoria. Tim, Anna, ist alles okay bei euch? Und wie läuft's bei dir im Wald, Wolf? Im Wald? Was? Das ist so ein widerlicher Scheißfriedhof. Hier ist alles verwinkelt, hier sieht alles gleich aus. Ich weiß nicht, ob wir schon mal da waren oder schon mal da. Ich glaube, ich hab das Grab. Oh Gott, Leute, bitte drückt die Daumen. Wir melden uns gleich. Oh, nicht so ausfällig werden hier. Versucht einfach, euch zu beeilen. Wir wissen nicht, wie viel Luft sie noch hat. Shit, Leute. Ich dachte wirklich, ich hätte auch den anderen Standort, aber... Pennywise! Ein letzter Hack von Wolf, eine große Not, aber auch diese erinnert nichts an ihren Tod. Oh, wie schön, das reimt sich. Pass auf, dass dort keine Falle ist. Ich habe so sehr gehofft, dass wir beide retten. Dann müssen wir jetzt Tim und Anna zu 100% vertrauen. Ja, ich dachte wirklich, dass ich eine Spur hätte. Oh. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, wir retten Vinny, aber in dem Sarg liegt Victoria. Aber das ist ja auch egal. Wir bringen sie jetzt erstmal in Sicherheit und dann melden wir uns. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Hä? Das haben wir schon mal bei Joker gesehen. Was? Hauptsache Victoria ist in Sicherheit. Aber eigentlich haben wir doch Vinny gewählt. Ah, sowas habe ich schon fast vermutet, ne? Ah. Wir verstehen es auch nicht. Da kommt auch schon Kommissar Strasser angerauscht. Wir melden uns gleich wieder. Okay, dann sag ich mal, dass wir uns morgen wieder melden. Morgen in der nächsten Folge, Kinderchen. Danke fürs Reinschalten und tschüssli, Müsli.